Grenzposten 1. Woraus wurde ich gebaut? Grenze ist etwas, das im Kopf entsteht. Ob du sie zu deinem Nächsten, zum Nachbarn oder als Land auslebst. Großtante Gisela spricht von drüben und von hier. Ich spreche vom Norden, vom Süden und manchmal auch von mir. Auf das Dorfausgangsschild folgt keine Ankündigung mehr. Kein Dorf, das es wert ist, dass man ihm ein Schild beschert. Sie sagt, das hier ist das Ende. Mehr geht nicht mehr. Sie sagt, bis zur Wende hat kein Weg hierher geführt. Sie sagt, Bananen mochte ich als Kind gar nicht. Und wenn sie vom Westen spricht, habe ich das Gefühl, dass sie in Gedanken die Grenzen wieder in die Karten sticht. Ich weiß, es geht ihnen besser jetzt. Aber eine Linie so präsent, ein Wort, an dem so viel hängt, was bei mir nur ein Gedankenbolzen ist, war hier ein täglich Brot. Eine Mauer durch die schönsten Seen der Region. Ich sage, ich sehe die Grenzen nicht. Sie sagt, sieh dich um, du stehst im Sperrgebiet. Mein Opa ging und wir kommen aus dem Westen, der für mich nicht existent war, bis ich hier hochfuhr, an dem Tisch saß mit den Menschen, die meine Gene teilten und die mich fragten, und? Bist du das erste Mal hier drüben? Und ich wusste nicht, meinten sie Norden, meinten sie Süden, meinten sie oberhalb vom Rhein oder über die Elbe oder Sachsen-Anhalt oder gar die weite Schwere dieser Landschaft, wovon sprechen sie? Da war ein Schild, das wir passierten. Eins mit Daten und mit Grenzöffnung. Ich habe Bilder gesehen, ich habe Bücher gelesen. Dennoch ist der Westen für mich nie der Westen gewesen. Grenzposten 2. Mädchen mit der Faust. Grenze ist etwas, das im Kopf entsteht. Ob du sie zum Nächsten, zum Nachbarn oder als Land auslebst. Doch ist sie einmal ausgesprochen, braucht sie Zeit, um wieder zu zergehen. Und aus dem starren Strick des Stolzes hast du dir dann ein leeres Fremdenzimmer gedreht. Das hier oben liegt. Irgendwo zwischen Brustbein und Haar, das fremde Küsse, Anerkennung und vor allem Bewunderung mag. Doch leere Zimmer verbrauchen nur sinnlose Nebenkosten, dennoch kann ich es mir nicht leisten, sie komplett einzurosten, ich zäume Zäune aus Angst vor Beschuss. Doch bekomme Bürgerkrieg zwischen Brustbein und Rippenschluss, weil doch irgendwer Miete einbringen muss. Stacheldrahtzäune sollen mal lehen, sie zu berühren tut weh und führt nur dazu, dass sich der Stacheldraht umso mehr um die zu belagernde Hand bewegt. Ich schlage Balken fest in meinem Kopf, drehe Schrauben rein und versiegel das Ganze mit Trotz, sollen die belagernden Armeen doch die Felder bewachen. Sollen sie die Drähte schlagen und die Sicherheit schlachten, meine Mauern, werden sie zum Weichen bringen, damit ich irgendwann über die Felder blick und die Leichen zähle, die Panikwelle brachte, um dann festzustellen, dass leere Felder auch keine Ernte machen. Und dieses Trauerspiel wiederholt sich, weil die Mauer meiner Burg von außen wohl nicht zu hoch ist und immer wieder ankommende Armeen mir versprechen, mich hier rauszuholen, aus diesem Balkenthron, aus diesem Stacheldrahtaufgebot, bis sie bemerken, dass ich es bin, die diese Mauern baut. Dass ich es bin, die Stacheldraht um jede Hand wickelt, die sich in die Nähe ihres Fremdenzimmers traut. Ein- oder zweimal ließ ich Schrauben lockern, hörte ich auf Balken zu schlagen und ließ Tore offen, doch die Wogen, die von Zeit zu Zeit von innen kamen, waren ebben von Stärke und Fluten der gestauten Angst und brachen nieder jegliche Hochwasserschutzstellen in deinem bisher erkämpften Land. Ich habe eine Grenze, hier oben in meinem Kopf. Ich weiß von ihr und sie weiß von mir. Und manchmal ist da eine kleine junge Dame mit erhobener Faust, die Klopfzeichen an Wände haut. Grenzposten 3. Falls wer demnächst Stacheldraht braucht. Grenze ist etwas, das im Kopf entsteht. Ob du sie zum Nächsten, zum Nachbarn oder als Land auslebst. Großtante Gisela sagt, das Stacheldrahtdilemma sei ein altbekanntes Spiel. Damals bei der Wende wusste an der Grenze auch keiner so wirklich, was passiert, doch sie ließen sie durch, ließen sie in den Westen und sie ist zurückgekommen und wohnt in einem der schönsten Häuser nach meinem Ermessen. Sie sagt, dass hier der Damm auch wieder aufgebaut wird und dass eine Landschaft auch Fluten braucht und ebben, weil sie sonst stirbt. Sie sagt, ich solle aufhören, Balken zu schlagen, solle aufhören, Schrauben zu drehen und solle lernen, auch mal vor die Tore zu treten. Sie sagt, Grenze ist etwas, das im Kopf entsteht, ob du sie zu dem Nächsten, zum Nachbarn oder als Land auslebst. Und wenn du weiterhin so viel Zeit vergibst, aus Angst, dass dir mal jemand dein Fremdenzimmer belegt, dann ist das nicht nur dumm, sondern vor allem scheiße. Also Kindchen, mach jetzt. Es wartet eine Reise. Vielen Dank.